Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist Burkhard Müller-Ulrich und Sie hören in dubio den Podcast des wackeren Dagegenseins. Und zwar gegen Gesundheitsdiktatur und Grundrechtsabschaffung, gegen Gesellschaftszerstörung und Polizeistaatspolitik sowie gegen Medienlügen und Impfzwang. Seit anderthalb Jahren senden wir hier gegen den herrschenden Irrsinn an und es wird immer irrer und immer schlimmer. Wenigstens das habe ich richtig vorausgesagt. Heute reden wir über einen Bereich, in dem Willkür und Wahnsinn quasi auf offener Bühne zusammenkommen. Und das meine ich ganz wörtlich, denn meine Gesprächspartnerin ist Sängerin. Herzlich willkommen, Jennifer Lari. Hallo, lieber Burkhard. Danke für die Einladung. Jennifer, du bist in Wien geboren und hast derzeit ein Engagement am Theater Heidelberg, und zwar an der dortigen Oper als Sopranistin. Du hast eine klassische Stimmausbildung bekommen. Erzähl uns vielleicht doch mal zum Einstieg ein bisschen über dich selbst. Wann hast du angefangen mit dem Singen und welche Rollen hast du denn schon gespielt? Also, ich singe schon sehr, sehr lange. Gesungen habe ich immer schon gerne. Aber mit 9 Jahren tatsächlich bin ich in den damaligen sogenannten Schubertzinger Knabenchor gekommen, was jetzt ein bisschen komisch klingt. Was, ein Knabenchor und eine Frau? Ja, da waren 3 Mädchen durften dabei sein. Das war auch ganz gut für die Knaben, weil wenn die dann in den Stimmbruch kamen, konnten wir immer noch singen. So habe ich dieses Singen auch wirklich lieben gelernt, wobei ich anfangs das überhaupt nicht wollte, weil 3 Mädchen unter, sagen wir jetzt mal, 20 Buben und es war auch noch ein Männerchor, 20 Männern, das war jetzt anfangs nicht so lustig und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber meine Mutter hat das erste halbe Jahr auch ganz klar gesagt, nein, du gehst jetzt hin. Und dann kam dieser Umschwung nach circa einem Jahr, wo ich dann tatsächlich mein allererstes Konzert hatte und das war interessanterweise, das müsste 2002 gewesen sein und da war ich 10 Jahre alt und da hatten wir, ich glaube, im Rahmen einer Euroshow ein Konzert mit Udo Jürgens auf der Bühne, wo wir Freude, schöner Götterfunken gesungen haben im Rahmen der EU, also auch für den Euro. Ich denke, das war damals die Euro-Show. Keine Ahnung, ich habe da jetzt keine genauen Erinnerungen mehr daran. Aber damals dachte ich mir nur, was ist das für ein komischer Mann, der dort vorne singt? Wusste noch nicht wirklich, wer dieser Mann ist. Aber das war schon ein sehr ereignisreiches Konzert. Und dann kam ein Jahr später auch schon das erste Solo für mich. Und so hat sich das nach und nach entwickelt. Und mit 13 hatte ich die Möglichkeit, mit meinem Chorleiter, der war nämlich auch Professor in Linz, ein Vorstudium dort zu starten. Ich war zwar in Linz angemeldet, hatte aber meine Gesangsstunden nach wie vor in Wien. Und da habe ich dann weiterhin einmal die Woche Gesangsstunden gehabt und war nach wie vor im Chor. Der ging dann in Pension, als ich 16 war und übergab mich dann an meine nächste Lehrerin, wo ich dann auch mein Studium anfing. Und deswegen habe ich mein Bachelorstudium auch in Linz gemacht und nicht in Wien. Und dort hatte ich meine ersten Erfahrungen dann schon im Linzer Landestheater, auch schon mit 19. Meine erste Bühnenerfahrung hatte ich aber schon während des Chores, weil wir, ich glaube, ich war 13 oder 14 im Salzburger Landestheater die 3 Knaben gespielt haben. Also ich war damals der erste Knabe in der Zauberflöte. Das war meine erste Bühnenerfahrung. Aber mein erster bezahlter Job, sagen wir es mal so, war dann, als ich 19 war, da hatte ich eine ganz, ganz kleine Rolle in einer Kinderoper im Linzer Landestheater. Das war natürlich super aufregend und da hatte ich schon im Rahmen des Studiums größere Rollen, die ich dann absolviert hatte und hatte dann mit diesem Erstengagement dann eigentlich jährlich irgendeine kleinere Rolle im Linzer Landestheater. Mit dem Masterstudium ging ich dann nach Wien, wo ich eine sehr, sehr tolle Lehrerin gefunden hatte, die mich dann im Endeffekt zum Sopran gemacht hat, zum hohen Sopran sogar gemacht hat, weil man muss auch sagen, ich startete als Mezzo. Jetzt werden sich viele fragen, wie kann das sein, ein Koloratursopran als Mezzo? Naja, ich hatte damals keine Höhe und habe mir eingebildet, ich bin ein Mezzo. Naja, das hat sich dann gewandelt mit der neuen Lehrerin, die mich dann in die höchsten Höhen geführt. Naja, ganz am Anfang kann man es ja auch noch nicht so wissen. Also es kommt ja auch auf die Stimmbildung dann an.
Natürlich kommt es, und ich habe anfangs auch mit sehr viel Druck gesungen, was für die Höhe natürlich nicht ideal war. Und da war, ich habe auch die Hosenrollen, die sogenannten Hosenrollen, die man als Mezzo ja auch singt, auch mehr geliebt, muss ich auch sagen. Also ich startete als Hänsel in Hänsel und Gretel, habe den Cherubino studiert, und diese Rollen haben mir auch immer viel mehr Spaß gemacht. Inzwischen bin ich aber ganz froh, Sopranistin zu sein. Also ich habe nicht so direkt gefragt, aber du hast ja jetzt schon ein paar Jahreszahlen und auch dein Alter, dein jeweiliges dazu genannt, sodass man mit Hilfe der Mathematik inzwischen weiß, du bist Ende 20. Ja, ich bin 29, genau. Mhm. Und hast du schon immer dann so die Vorstellung einer Solokarriere gehabt? Also hast du eine Lisa della Casa in dir gespürt? Ja, tatsächlich schon. Also nach meinem ersten Solo im Chor dachte ich mir, also circa mit 11, weiß ich noch, wo ich diesen Gedanken gehegt habe, ich werde Sängerin, ich werde Opernsängerin. Und dieses Ziel habe ich seitdem verfolgt, ohne wirklich zu wissen, was es bedeutet, eine Opernsängerin zu sein. Und ich bin sehr froh, dass ich so naiv war, weil hätte ich gewusst, was dieser Job alles beinhaltet, hätte ich es nie und nimmer gemacht. Aber so bin ich da wirklich reingerutscht, und ich muss sagen, da war natürlich, und das gehört halt dazu, sehr viel Glück dabei. Jetzt kommt eine Sache, und damit kommen wir auch mal langsam zum eigentlichen Kern unseres heutigen Gesprächs dazu, nämlich was zu diesem Job gehört und was du jetzt erfährst. Das konnte man vor 2 Jahren überhaupt noch nicht wissen, nämlich dass wir im Jahr 2020 einfach ein vollkommen neues Regime in der Welt, in der Kunst, in allen Bereichen erleben. Aber wir sprechen ja jetzt mit dir als Künstlerin und als Sängerin. Und ich interessiere mich für die Gepflogenheiten und Gegebenheiten an einem Theater, jetzt wo es ja langsam wieder spielen darf. Also eine Zeit lang lag ja alles brach und der Bereich der Theater spielt auch gar keine Rolle in der öffentlichen Diskussion. Ja, ein paar Leute haben so ein bisschen geklagt, ach schade, dass es keine Kultur mehr gibt. Aber jetzt soll es wieder losgehen. Und wie geht es denn los? Denn ich meine, wenn Sänger auftreten, es war ja auch zum Teil verboten zu singen, in Gottesdiensten ist es, glaube ich, zum Teil immer noch verboten, oder jedenfalls muss man merkwürdige Umwege gehen. Der Gesang spielt ja nun bei dieser verfluchten angeblichen Pandemie eine ganz besondere Rolle wegen des Aerosolausstoßes. Also alle tragen Masken, ihr aber nicht, das geht ja nicht, oder doch, hinter der Bühne, vor der Bühne, wie hat man sich das vorzustellen? Da gab es dann ganz verschiedene Regulationen in den letzten 1,5 Jahren. Das änderte sich irgendwie von Monat zu Monat oder von Woche zu Woche. Also zuerst mal gar nichts. Und ich war ja davor, als die Pandemie ausbrach, war ich ja noch in Görlitz. Und dann ging ich mit dem Herbst 2020 nach Heidelberg und startete dann quasi mein Corona-Jahr dort. Jetzt konnten wir anfangs noch proben, aber alles mit Abständen. Also die Regularien waren, wenn man zueinander singt, braucht man 6 Meter Abstand. Wenn man nach vorne singt und nebeneinander steht, braucht man 3 Meter Abstand. Jetzt ist unsere Bühne ein bisschen mehr als 6 Meter groß. Das heißt, im Endeffekt ist man... Die Protagonisten dürfen an beiden Enden stehen, ja. Genau. Beziehungsweise wir haben damals ein eigen kreiertes Stück gemacht, wo wir 3 Komponisten zusammengefügt haben. Und da hat man einfach uns 2, also es waren, glaube ich, insgesamt 5 Leute involviert, und 2 hat man einfach in so einen 3 Quadratmeter Kasten reingesteckt, den man dann in die Höhe gehoben hat. Also wir waren immer so circa 3 Meter über der Bühne, und das war eigentlich die Hälfte der Inszenierung, war ich da oben und habe im Endeffekt von einer Position aus gesungen. Das war ja dann möglich, weil obwohl ja die Aerosole ja jetzt frei herumschwirren, war es aber dann möglich, dass unter mir jemand steht zum Beispiel. Also das kann man als Regie-Gag natürlich mal benutzen, aber im Grunde ist das nicht der Sinn der Sache. Das Absurde war da einfach auch noch, dass wir auch Handschuhe dann anziehen mussten auf der Bühne, damit wir überhaupt was angreifen dürfen, beziehungsweise wenn wir ein Requisit übergeben haben oder wenn jemand das gleiche Requisit verwendet hat, das war ja überhaupt das Schlimmste, oder wir hatten dann lauter so verschiebbare Wände, und wenn jemand da irgendwie länger dran war und dann war ein anderer dran, dann hieß es, nicht dein Gesicht bitte da dran, weil könntest dich infizieren. Also naja, es war auf jeden Fall alles nicht so leicht, das zu regulieren. Wir
haben es dann am Ende trotzdem geschafft, es aufzuführen. Das wurde dann auch 7-mal tatsächlich aufgeführt und dann ging es in den Lockdown. Gleichzeitig haben wir dann trotzdem während des Lockdowns begonnen zu proben für Lulu. Und da hat dann die Schneiderei ganz eigene Sängermasken kreiert. Und diese Sängermasken sahen wirklich aus wie ein Maulkorb. Das war Irrsinn. Also die hat man dann hinter die Ohren sich quasi gebunden und hat dann im Endeffekt so einen richtigen Maulkorb vor dem Gesicht gehabt, was auch meine ganze Bewegung eingeschränkt hat und ich teilweise auch über meine eigenen Füße gestolpert bin, weil ich die gar nicht mehr gesehen hatte und überhaupt kein Empfinden mehr hatte, wie ich auf der Bühne mich tatsächlich auch bewegen konnte. Also das war ein ganz komisches Gefühl. Das mussten wir aber. Und da war Textil dann irgendwie drin eingelegt in diesen Maulkörben oder wie hat man sich das vorzustellen? Ihr musstet ja durchsingen, also es muss ja durchlässig sein. Ja, und es war auch durchlässig. Im Endeffekt haben sie eh nichts gebracht, weil sie waren so durchlässig, dass es im Endeffekt egal war, ob du jetzt mit Maske oder ohne Maske gesungen hast. Aber Hauptsache, man hat halt irgendetwas getragen. Und in diesem Raum, wo wir geprobt haben, durfte dann auch nur eine bestimmte Anzahl natürlich drin sitzen. Und mein Lulu ist nur ein Stück, wo zumindest kein Chor drinnen ist. Aber es gibt dann doch eine Szene, wo mindestens 6 Leute auf der Bühne sind. Insgesamt 9 durften drinnen sein. Das heißt, da gibt es jetzt noch einen Pianisten, der bei der Probe dabei ist. Dann gibt es einen Dirigenten, dann gibt es einen Regisseur und dann gibt es noch eine Regieassistentin. Das heißt, eigentlich waren wir dann schon zu viel. Dann musste sich wohl einer der entscheiden, rauszugehen, theoretisch. Hattest du denn an irgendeinem Punkt Angst? Weil wenn ich das höre, fass die Requisiten nicht an. Es fehlt ja nur noch, dass einer dazwischen kommt mit einem Desinfektionsspray und immer da so rumhüpft, während ihr spielt. Aber wenn man das von allen Leuten ständig so gespiegelt bekommt, glaubt man ja auch irgendwann dran. Also ich meine, ich erlebe das, weil ich viele Bekannte im Radio habe, in den Funkhäusern, die ja auch die ganz schlimmen Treiber der Pandemie sind. Die sind selbst authentisch ängstlich, weil der Hausdienst die ganze Zeit rumläuft und die Leute ermahnt, sie dürfen nicht zusammen in einem Redaktionsbüro sitzen. Nein, sie müssen sich aus benachbarten Büros anrufen. Im Lift stehen Schilder, dass man also, wo man früher immer zusammen im Lift rauf und runter gefahren ist, darf man auch nicht mehr, nur noch einer oder nur noch zwei. Und all diese Dinge, die sozusagen auf Hausmeisterebene kommen, das beeindruckt die Menschen. Und dann kriegen sie Angst. Und diese Angst vertreten sie dann als Radioleute auch schön vor dem Mikrofon und machen dann den anderen Angst. Wie war das denn bei dir? Hattest du irgendwann mal Angst? Ich hatte, glaube ich, nie wirklich Angst. Also als die Pandemie ausbrach, habe ich mich schon sehr gewundert. Und anfangs, ich glaube, da war jeder so ein bisschen ängstlich, weil man einfach nicht wusste, was es ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, nach 1,5 Monaten war es relativ klar, was es ist oder wohin es gehen könnte. Beziehungsweise wer wirklich davon betroffen war, nachdem ich in einer Altersgruppe bin, die sehr jung ist und ich einfach auch als Mensch ein sehr gesunder Mensch bin, habe ich dementsprechend nie Angst gehabt. Und mit den Requisiten, wenn man sagt, man darf die nicht angreifen, das habe ich auch immer ein bisschen als lächerlich empfunden, weil es ja immer hieß, es geht über die Luft und nicht über die Gegenstände. Also die Chance, dass man sich mit diesem Virus über einen Gegenstand ansteckt, ist eigentlich sehr, sehr gering. Deswegen habe ich das weitaus übertrieben gefunden. Und ich finde, man hätte das auch, nachdem man ja auch die Erkenntnis hatte, die kam ja relativ bald, hätte man das ja eigentlich im Theater genauso umsetzen sollen. Und es gab ja auch Theater, die das ganz normal gemacht haben. Nur unser Theater hat das nicht gemacht. Also es hatte jedes Theater seine eigenen Regularien gehabt. Das war ja noch das Irrsinnigere. Weil manche haben ja auch ganz normal gespielt, indem sie einfach weiterhin getestet haben, vor allem die großen Häuser. Wir haben immer mit Abstand gespielt, nach wie vor. Jetzt starten wir halt mit normalen Produktionen, weil jetzt wieder andere Maßnahmen da sind. Aber prinzipiell hatte ich nie Angst, nee. Wie ist das denn von den Kollegen gesehen worden? Also du hast dich ja als eine sehr taffe und gesunde Person dargestellt. Und die anderen, ist denn da niemand dann irgendwann mal aufgestanden, hat gesagt, seid ihr eigentlich wahnsinnig? Können wir das nicht einfach anders machen? Wer passt denn auf, wenn ihr untereinander probt? Ja, man sollte halt, es wurde auch immer wieder darauf hingewiesen, dass man die Masken tragen soll, wenn man nicht auf der Bühne ist und wenn man sich im Gang aufhält oder nicht auf der Bühne gerade zu tun hat, sollte man doch bitte eine Maske tragen. Das wurde auch sehr streng reguliert.
Man hat sich untereinander schon auch darauf hingewiesen, vor allem anfangs. Und ich wollte da auch niemanden verängstigen deswegen, weil ich weiß, dass Menschen noch Angst hatten. Und da will ich jetzt auch nicht dagegen wirken und habe dann einfach auch für die meine Maske getragen. Ja. Ob ich jetzt für gut und richtig empfunden habe, war dann in dem Fall nicht relevant, weil ich es für die Menschen dann getan habe. Und aus weil Höflichkeit sozusagen. Ja, im Endeffekt nicht nur aus Höflichkeit, sondern wir haben auch jemanden im Ensemble, der schon älter ist und der Diabetes hat. Und das war dann doch eine Risikogruppe. Und da wusste ich auch, der ist sehr verängstigt. Und dann hatten wir auch einen anderen, etwas älteren Herrn, der da auch schon, also an sich, wie er geredet hat, wusste ich da schon, okay, da lieber Maske tragen. Und es war auch, das Theater war da wirklich streng. Und das habe ich auch anfangs recht eingesehen, dass man da streng ist, ja, weil es ging ja irgendwie immer um die Inzidenzen und darum, dass man ja gesund bleibt und dass man nichts überlastet und dass wir doch auch irgendwie ein Vorbild sind als Kunstszene und als Theaterschaffende für die Gesellschaft. Und nachdem wir auch ein staatlicher Betrieb sind, war das natürlich besonders streng bei uns und unser Theater hat das schon auch sehr ernst genommen und das habe ich auch verstanden bis zu einem gewissen Zeitpunkt, sage ich mal. Inzwischen verstehe ich so einiges nicht mehr, aber das... Der ist jetzt gekommen, dieser Zeitpunkt. Ja, reden wir mal über diesen Zeitpunkt. Jetzt geht's ja in die neue Spielzeit. Du bist immer noch in Heidelberg und die Verhältnisse haben sich verhärtet, verschlimmert oder hat man jetzt langsam das Gefühl, okay, jetzt hat's eigentlich der Letzte kapiert und... Nee, das Narrativ ist immer noch dasselbe. Nach wie vor. Und ich wundere mich. Es wird sogar noch schlimmer. Ich höre auch von Kollegen, die sagen, eigentlich sollte es noch viel härtere Maßnahmen geben. Also die finden nach wie vor, dass es noch zu gering ist, was wir da tun. Es ist andererseits so, jetzt sind doch durch die Impfung sehr viele durchgeimpft in unserem Theater. Das heißt, da sind sie mal schon sehr glücklich, wenn man geimpft ist. Und sie plädieren nach wie vor dafür, dass man sich doch bitte impfen lasse, weil vor ein paar Wochen das liebe VGB, unsere Pflichtversicherung, eine Verordnung rausgebracht hat, wo explizit drinnen steht, dass wenn alle geimpft sind in einer Produktion, man alle Maßnahmen aufheben kann. Also dann braucht man auf der Bühne keinen Mindestabstand mehr, man braucht keine Maske mehr, man kann sich wieder berühren, man darf sich küssen, man darf sich anfassen, also alles. Es ist wieder alles erlaubt. Darf sich theoretisch abschrecken. Und das baut natürlich einen unglaublichen Druck auf Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Und zu denen gehörst du, oder? Zu denen gehöre ich, ja. Das habe ich auch anfangs klar gesagt und bin jetzt darauf angewiesen, weil das VGB sagt auch, wenn jemand nicht geimpft ist und diesen Mindestabstand nicht einhalten kann, dann muss er einen PCR-Test vorweisen. Jetzt bin ich in einer Produktion, wir machen gerade Capuleti e Montecchi, das ist die Geschichte von Romeo und Julia und da will man natürlich auch normal miteinander arbeiten können, vor allem braucht man sehr viel Nähe zwischen Romeo und Julia. Und wir haben auch einen Herrenchor auf der Bühne und damit das alles dann auch ohne diesen ganzen Abständen geht, müssen wir entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Jetzt die, die nicht geimpft sind, beziehungsweise die Informationen nicht rausgeben wollen, die müssen sich, ich muss mich momentan 4-mal die Woche PCR testen lassen, weil er nur 48 Stunden lang gültig ist. Das heißt, Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag renne ich zu dem einzigen Labor, was es gibt in Heidelberg, was ich wohne in der Altstadt und das Theater ist auch in der Altstadt. Aber das Labor ist am Rande von Heidelberg und das ist eine Stunde von mir entfernt. Das heißt, ich fahre da mal eine Stunde hin, damit sie einen kurzen Abstrich machen und dann fahre ich wieder zurück. Und das ist eigentlich auch Dienstzeit, die ich da absolviere. Du hast gerade gesagt, PCR-Test, ist das wirklich PCR? Also nicht der Antigentest? Nein, und die Geimpften müssen sich nicht testen. Die können sich, wenn sie wollen, einen Schnelltest machen, der nach wie vor vorhanden ist im Theater selbst. Das heißt, die können da in die Kantine gehen und sich den Schnelltest da selber machen. Aber wir brauchen explizit einen PCR-Test. Ja. Und der kostet ja auch was. Ja, nur solange ich das von der Arbeit machen muss, also jetzt bis zum 11. Oktober hieß es irgendwie, dass das anscheinend das Land zahlt. So habe ich die Informationen. Und was ab 11. Oktober ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also da wurde uns schon angedroht, dass wir den selber zahlen müssen. Nur wenn das der Fall ist, dann
dann sind wir in der Größenordnung zwischen 75 und 150 Euro. Ne? Ja, und dann habe ich so um die 1200 Euro, die ich im Monat zahle. Jetzt verdiene ich nicht wesentlich mehr als das, vielleicht noch die Hälfte mehr. Davon könnte ich mir gerade und gerade noch meine Wohnung leisten und das war's. Also das wäre schon ein bisschen krass, wenn Sie das jetzt auf uns ablegen würden. Aber das könnten Sie gar nicht. Und nach dem Arbeitsrecht, das auch besagt, also wenn der Arbeitgeber dich dazu verpflichtet, also den Mindestabstand nicht einhalten zu können, dann müssen sie dafür zahlen. Also ich kann ja nichts dafür, dass ich in meiner Arbeit diesen Mindestabstand nicht einhalten kann. Naja, es hat ja auch geheißen, Leute, die sich nicht impfen lassen, bekommen kein Geld mehr, wenn sie in Quarantäne müssen. Das ist ja auch sozusagen auf dem Rücken derer. Ja, nur das mit der Quarantäne, also da kann ich nur herzhaft lachen, weil das kann man ganz leicht umgehen, indem man sich einfach krank meldet. Ja? Weil sobald du krank gemeldet bist, zahlt die Krankenkasse das, ja. Und du bist ja dann, wenn du dich infizierst, bist du sowieso quasi krank. Und wenn du nicht infiziert bist, weil jemand anderes sich infiziert hat, dann gibt's auch andere Möglichkeiten, sich krank zu melden. Also ich finde das relativ lächerlich, wie sie damit umgehen, weil damit dann auch nochmal Druck aufzuüben, finde ich wirklich dumm. Apropos Druck, also ich kann mir ja vorstellen, dass von den Kollegen jetzt ein gewisser Druck auf dich kommt, in dem Sinne, ja, wir könnten jetzt hier alle total spielen und ohne Beschränkungen alles machen, aber Jennifer Lari hindert uns daran, also kreuzigt sie. Nein, tatsächlich nicht, weil ich glaube, die meisten wissen das ja gar nicht, obwohl das der Intendant hat das schon auch sehr öffentlich gesagt, aber ich glaube, inzwischen weiß jeder im Ensemble, dass es drei gibt, die nicht geimpft sind. Aber trotzdem, ich bin ja diejenige, die ganze Zeit im Nachteil ist. Ich bin ja diejenige, die viermal in der Woche zu diesem PCR-Test rennt. Die anderen haben ja ein glückliches Leben sozusagen. Ja, die müssen nur ins Theater kommen, haben einmal ihren Impfpass hergezeigt und gut ist es. Nur das Interessante ist, dass wenn man den Impfpass hergezeigt hat, der Arbeitgeber auch noch ganz genau das Datum aufgeschrieben hat, wann denn die letzte Impfung war. Nun weiß ich nicht, was passiert, wenn man quasi über dieses halbe Jahr hinaus ist. Ob sich dann auch was für die Geimpften ändert oder nicht. Ich finde das auch ein Wahnsinn, dass der das überhaupt aufschreiben durfte. Und es wird so pauschal und ganz normal über dieses Thema geredet, was ich auch nicht ganz richtig finde, weil da bin ich in einem Raum und neben mir ist gerade eine neue Hospitantin da und dann fragt doch tatsächlich mein Operndirektor vor meinen Augen diese Frau, ob sie geimpft ist. Allein schon, dass er das in einer Zweisamkeit erstmal machen müsste und dass das sonst niemandem was angeht. Und das Zweite ist ja, dass laut dem DGB der Arbeitgeber das eigentlich gar nicht fragen darf. Ja. Er darf ja auch nicht fragen, haben Sie AIDS oder haben Sie dies oder haben Sie jenes? Und sagt da niemand was? Ich meine. Sie leisten ja alle einen solidarischen Beitrag, weil dann dürfen wir auch wieder normal proben. Und die sagen, ich möchte diese Information nicht rausgeben, auch wenn sie geimpft sind. Und da kenne ich auch welche in anderen Theatern, die das so handhaben. Die müssen dann halt einen PCR-Test machen. Hilft nichts. Ne? Also sie zwingen dich ja quasi dazu, dass du diese Information rausgibst. Das finde ich auch nicht richtig. Weil es ist immer noch der eigene Körper und dieses Recht muss einem gegeben sein, dass dieser Gesundheitsstatus nicht rausgeht. Wofür haben wir denn all diese Gesetze überhaupt, diese strengen Gesetze überhaupt aufgebaut? Der Arbeitgeber darf ja nicht einmal wissen, warum ich krank bin, wenn ich krankgeschrieben bin. Ja, also der darf nicht mal wissen, was ich für eine Krankheit habe, geschweige denn, wie lange ich krank bin. Das geht dir nämlich auch gar nichts an. Das geht nur den Arzt und den Patienten was an. Jetzt bist du ja nicht nur an diesem Theater tätig, also im Augenblick ja, aber du machst auch außerhalb, hast du Auftritte, du hast einen Agenten, der dir Auftritte vermittelt. Wie sieht's denn aus in der Welt da draußen? Kannst du überhaupt noch reisen? Kannst du überhaupt noch andere Auftritte buchen? Ja, das ist gar nicht so einfach, aber momentan, also ich habe jetzt tatsächlich in einer Woche starte ich eine Gastproduktion in Görlitz, in meinem alten Theater, wo ich auch wieder für 6 Wochen in einer Produktion drinnen bin. Nun weiß ich ehrlich gesagt nicht, was dann passiert, weil der Vertrag wurde gemacht, bevor diese ganzen Maßnahmen gekommen sind. Da steht nichts in meinem Vertrag drin, dass ich geimpft sein muss. Aber inzwischen weiß ich, dass viele Theater das so handhaben, dass sie nur noch mehr geimpfte Gäste holen. Das heißt, wenn du ungeimpft bist, dann hast du eher weniger Chancen, was zu bekommen.
Bei mir war jetzt gerade der Fall, ich hatte letztes Wochenende vor 2 Tagen einen Einspringer im Staatstheater Meiningen. Und nachdem ich ja gerade im Probenprozess bin, habe ich ja auch meine PCR-Tests, meine gültigen. Und hatte an diesem besagten Samstag sowieso noch am Vormittag meinen Test selber absolviert und bekam dann mittags den Anruf, ob ich nicht an demselben Abend noch in Meiningen einspringen kann. Was ja eigentlich immer toll ist. Sowas ist ja für Künstler eine Chance. Viele Karrieren haben so begonnen, dass man plötzlich in eine Situation gerät, wo man dachte, oh, das kann ich eigentlich nicht oder ich habe es nicht genügend geprobt und so. Und man macht es und es kommt gut. Ist es denn gut gekommen? Ja, die waren ja ganz verzweifelt. Ja, wir brauchen unbedingt, das war eine Operette und das war die weibliche Hauptrolle da drinnen. Und die hatte ich vor 3 Jahren einmal gesungen, mehrmals. Und wir brauchen unbedingt eine heute Abend. Bitte, können Sie? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich. Habe mich wirklich eine halbe Stunde später in den Zug gesetzt und bin dahin gedüst. Da war keine einzige Frage davon, ob ich denn genesen, getestet oder geimpft bin. Da ging es jetzt nur mal darum, ob ich überhaupt diese Vorstellung retten kann. Ne? Und dann saß ich da im Zug. Und dann kam auf einmal die Nachricht, ja, wie schaut es denn da aus mit dem Status? Brauchst du noch einen Test, bevor du ins Theater gehst? Und dann habe ich nur geschrieben, ich habe einen gültigen PCR-Test und das war's. Dann haben sie gesagt, ja, okay, super. Da haben sie gar keinen Nachweis gebraucht dafür. Das haben sie mir auch geglaubt. Wenn sie einen Nachweis noch dafür benötigen, kann ich ihnen noch gerne noch nachtragen. Aber prinzipiell sehe ich mich nicht dafür verantwortlich, denen meine Tests nachzureichen. Da müssen sie schon selber oder vorzuzeigen, da müssen sie schon wirklich danach fragen. Ja, das erlebt man ja jetzt überall. Also es gibt ja im Grunde 2 Welten. Es gibt die Welt der Vorschriften und manche Leute halten sich wahnsinnig gerne an alle Vorschriften und machen allen anderen Menschen auch gerne welche. Und dann gibt es die Welt derer, das spürt man ja dann auch sofort, wo man sagt, ich gehe ja mal davon aus, dass sie alle Tests haben. Nicht wahr? Und dann reicht eigentlich ein Zwinkern und dann geht's eben weiter. Ja, ich meine, im Theater sind sie da schon ziemlich streng, was das angeht. Aber ich hatte zum Beispiel auch ein Konzert letztens in Österreich, wo man mich auch nicht nach meinem Test gefragt hat, auch wenn ich einen gehabt hätte. Aber ich bin ja schon froh, wenn man mich nicht fragt, ja. Und dann fühle ich mich auch wieder so ein bisschen wie in alten Zeiten und da war auch ein ganzes Publikum ohne Masken drinnen und da gab es dann am Ende Standing Ovations und das war dann wirklich ein tolles Gefühl, wieder mal auf der Bühne zu stehen. Also das vermisse ich ja sehr, weil die Leute, also vor allem im Staatstheater Meiningen, da merkst du, wie kulturhungrig die sind und wie sehr die ihr Theater lieben. Das ist in Heidelberg leider nicht immer so der Fall, aber die sind da doch irgendwie etwas kühler, sage ich jetzt dann mal. Wobei ich es nicht von seiner wirklichen Seite noch kennenlernen durfte, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe sie immer nur so halb voll erleben dürfen mit Maske und das, ja, das bringt dann halt auch keine Stimmung auf. Ja, jetzt wo du Theaterliebe sagst, ich meine, du bist ein Bühnentier, das spürt man einfach durch Zuhören jetzt schon, aber wie weit bist du denn bereit zu gehen? Also ich meine, wenn das jetzt so weitergeht und wenn diese irren Vorschriften, und es sieht ja so aus, dass wir in einen Winter von irren Vorschriften kommen, würdest du dann sagen, wenn die es also jetzt wirklich ernst meinen und sagen, ja, also nur noch geimpft oder die Tests kosten mehr, als du jemals verdienst und lauter so ein Quatsch, dann hörst du auf damit? Oder? Ja, wenn man mich wirklich dazu zwingt, also wenn ich nicht vollkommen davon überzeugt bin, dass mir das tatsächlich was bringt und wenn ich sehe, wie auch einige meiner Kollegen unter der Impfung leiden tatsächlich. Ich glaube, einer der prominentesten Fälle ist diese Bettina Ranch, die es wirklich sehr schwer getroffen hat mit in der Berlin, Impfung. In Berlin, ne? Die kenne ich jetzt persönlich nicht, aber es hat mich schon sehr erschüttert, was sie da so erzählt hat. Aber ich kenne auch in eigenen Kreisen einfach Fälle, die auch solche, genau die gleichen Symptome wie sie aufgezeigt haben. Nicht so intensiv, wie sie es jetzt hat, aber auch. Und das ging dann über mehrere Wochen hinweg. Und ich sehe es einfach nicht ein, mich zu etwas nötigen zu lassen, wo ich wirklich für meinen eigenen Körper so verantwortlich sein muss. Das Singen, mein Instrument, hängt einfach enorm von meinem ganzen Körper ab. Jeder kleinste Einfluss von außen beeinflusst meine Stimme. Das ist schon extrem, wenn ich in der Menstruation bin. Aber es ist auch sehr extrem, wenn ich auch nur einen Schnupfen habe. Oder auch Essen beeinflusst die Stimme zum Beispiel sehr stark. Jetzt
bin ich darauf angewiesen, meine Höchstleistung abzuliefern und kenne meinen Körper auch sehr, sehr gut und bin auch, was Medikamente angeht, immer sehr vorsichtig und nehme nicht gleich immer etwas, sondern gebe dem Körper einfach die gewisse Ruhe, damit er sich auch wieder erholen kann oder weiß einfach auch präventiv, wie ich meinen Körper fit halte. Das habe ich jetzt über 10 Jahre lang so gemacht und sehr erfolgreich. Und da sehe ich es einfach nicht ein, dass mir jemand etwas einreden möchte, wo ich sage, ich glaube nicht, dass in meinem Alter dieses Virus mich so sehr, also dass das Virus schlimmer ist für mich als die Impfung selbst. Ja, ich glaube auch nicht, und das habe ich anhand meiner Kollegen zum Beispiel auch gesehen, die das Virus durchgemacht haben, die haben alle kaum Symptome gehabt, mussten zwar trotzdem 2 Wochen lang zu Hause sein, vielleicht hat es manche ein bisschen mehr erwischt, manchmal ein bisschen weniger, aber es war in keinster Weise irgendwie, dass man sagt, das war jetzt lebensgefährlich oder sie mussten auf eine Intensivstation. Das ist halt das, was ich erlebt habe. Jetzt weiß ich, dass jeder natürlich andere Erlebnisse hat, aber ich kann ja nur von meinen eigenen Erlebnissen sprechen. Und da habe ich doch einen sehr großen Bekannten- und Freundeskreis, wo ich auch sehr, sehr viel gehört habe. Und da wundere ich mich schon, dass ich mehr über die Impfschäden in meinem Freundeskreis höre, als das, was sie durch die Krankheit eigentlich durchgemacht haben. Und das verunsichert mich eher mehr. Also ich muss sagen, ich habe momentan mehr Angst vor der Impfung als vor der Krankheit selbst. Also natürlich kann das jeder immer runterbügeln und sagen, ja, das sind ja alles nur Anekdoten und hat überhaupt keine Bedeutung. Und trotzdem, auf der anderen Seite wissen wir, dass die Statistiken, die uns da entgegengehalten werden, oft sehr zweifelhaft sind. Alle Zahlen, die im Zusammenhang mit dieser angeblichen Corona-Pandemie genannt wurden, sind fragwürdig. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Und es wird ja auch alles getan, damit wir von außen nicht wirklich nachrechnen können. Jeder, ich glaube, von unseren Hörern hier wird dir zustimmen in deiner Skepsis, aber trotzdem nochmal die Frage, wie weit bist du denn bereit zu gehen, wenn es hart auf hart kommt? Also ich meine, das fordert ja einen unglaublichen Mut. Ich gratuliere dir übrigens wirklich zu dem Mut, dass du hier auch über Kollegen, wir haben niemanden namentlich genannt, aber doch immerhin bist du identifizierbar und bekannt in deinem Bereich, dass du dich da so offen äußerst. Also schon mal für diesen Mut, vielen Dank. Aber wie weit reicht der Mut, wenn es, und es sieht ja danach aus, dass es keine Entspannung gibt, sondern jetzt kommt die Impfwelle, danach kommt der erste Booster, der nächste Booster und wir müssen ja wahrscheinlich alle 4 Monate dann uns einen neuen Schuss setzen lassen. Ja, vor allem, wenn vielleicht jetzt Lauterbach Gesundheitsminister wird. Um Gottes Willen, dafür hätte ich wirklich Angst. Ja, diese Frage ging mir natürlich auch oft durch den Kopf. Was mache ich, wenn es hart auf hart kommt? Und ich war lange zu sagen, ja, vielleicht warte ich auf den Totimpfstoff. Das machen nämlich auch einige, aber selbst da wäre ich nicht so überzeugt. Wenn es nur noch mehr geht, dass man mit der Impfung überhaupt leben kann, dann muss ich sagen, dann war es das auch mit meiner Gesangskarriere, zumindest für diese Zeit. Weil dann habe ich keine Lust mehr, in so einer Welt und so einer Gesellschaft zu leben. Weil dann ist es auch nicht mehr für mich eine Demokratie und dann hat das nichts mehr mit einem demokratischen Leben für mich zu tun. Dann werde ich zurückziehen zum Haus meiner Mutter aufs Land und werde dort mich neu orientieren und was Neues für mich aufbauen, einen neuen Lebensweg für mich finden. Ich war zwar immer, seit ich denken kann, irgendwie auf Singen fixiert, aber mein Leben steht noch vor mir und ich bin offen für viele neue Erfahrungen. Und wenn das jetzt das Ende bedeuten sollte von meiner Gesangskarriere, dann ist es so. Dann muss ich mit der Zeit gehen, aber dann bin ich mir zumindest treu geblieben, weil irgendwann muss dieser Irrsinn auch aufhören und irgendwann muss man auch dagegen gehen. Und man sieht ja auch diese 30%, die sich nicht impfen lassen wollen, ne? Also das ist ja doch noch eine erheblich große Anzahl. Und das darf man, ich glaube, dass diese Zahl jetzt auch nicht sonderlich hochgehen wird, weil die sich bis jetzt nicht geimpft haben lassen, werden sich auch nicht impfen lassen. Ne? Ich glaube schon noch irgendwie an unsere Gesellschaft und dass sich die Leute auch dementsprechend wehren wollen und dass sie irgendwann mal einsehen können, dass sie mit diesen Maßnahmen nirgendwo hinkommen. Ich habe noch Hoffnung. Sie können mich natürlich jetzt nicht wegen einer Impfung kündigen. Sie finden immer einen Grund, mich zu kündigen. Das muss man auch dazu sagen. Aber sonst, ich muss trotzdem immer an mich selbst denken und an meine Gesundheit. Und das tue ich in diesem Fall, ja. In diesem Fall habe ich einfach mich für meine Gesundheit als für meine Karriere entschieden.
Also das möge ja der Allmächtige verhüten, dass Jennifer Lari wegen diesem Schwachsinn ihre Sangeskarriere nicht fortführt. Ich kann nur empfehlen, einfach mal auf Google nach Jennifer Lari zu suchen. Da gibt's nämlich ein paar Kostproben und die sind so überzeugend. Ich mache jetzt Werbung für dich, was deine Stimme betrifft. Man muss das einfach mal gehört haben und dann... Oder ins Theater kommen ist fast noch besser. Das ist natürlich also. Immer das Allerbeste, ja. Live aber, ist immer besser. Ja. Trotzdem, von wem kommt denn jetzt das größere Übel? Von den Kollegen oder von den Intendanten? Von den ängstlichen Menschen in unserer Gesellschaft oder vom Staat? Definitiv vom Staat. Also nicht von den Menschen, jedenfalls nicht in meiner Umgebung. Die haben da alle trotz Impfung auch irgendwie Verständnis dafür, also viele, und sagen halt, es ist halt trotzdem noch eine eigene Entscheidung, ja, und es ist ja auch mein eigenes Bier dann, ob ich dieses, also ich muss ja dann selber dann auch das Testen machen, da sind sie ja nicht damit verbunden, deswegen glaube ich, kommen sie damit ganz gut klar, weil sie sind ja nach wie vor im Vorteil. Ich glaube, es wäre ganz schlimm für sie, wenn sie auch alle noch testen müssen, dann hätte ich, glaube ich, das ganze Ensemble auch gegen mich. Aber das ist ja nicht der Fall. Insofern denken sie, ja, wenn sie so dumm ist, sich nicht impfen zu lassen und deswegen dann viermal die Woche sich testet, ist das dann halt ihre Entscheidung. Ne? Da muss sie es aber dann halt auch machen. Aber es ging ja dann auch so weit, dass Intendanten wirklich teilweise so Einzelgespräche dann gesucht haben mit den sogenannten Ungeimpften und die dann als naiv bezeichnet haben und quasi wie sie sich ihre eigene Karriere verbauen und dass es ja trotzdem auch nach wie vor ein solidarischer Beitrag ist, ja, und dass man das ja auch für die Gesellschaft tut und so. Also es ist nicht so, das es ist schon so, dass so das gehört, ja. Ja, also deswegen, es kommt tatsächlich auch sehr von den Intendanten. Jetzt weiß ich, ich kenne jetzt nicht alle Intendanten, aber ich kenne auch Intendanten, die das relativ locker sehen und die auch sagen, also gewisse Spielchen spielen sie auch nicht mit. Ja. Ich glaube, es hängt wirklich sehr von der Führungsposition auch ab. Und in Heidelberg habe ich dann doch auch das Gefühl, dass wir auch einen Bürgermeister haben, der das sehr interveniert. Wenn ich so mir ansehe, was der so in einem Interview zum Beispiel von sich gibt, dann verstehe ich schon, dass unsere Leitung da dementsprechend hysterisch ist und da einen besonderen Druck auch aufbaut. Also ich glaube schon, dass sehr viel von der Politik einfach kommt und wir uns dem fügen müssen, weil wir sind ja finanziell absolut angewiesen auf den Staat. Und auf unsere Stadt oder auf unser Land. Wir kommen nicht ohne die finanziellen Zuschüsse vom Staat aus. Das ist nun mal so. Ein Theater kann sich nicht alleine erhalten. Aber jeder brüstet sich in jeder Sonntagsrede, jeder Politiker meine ich natürlich damit, dass die Kunst bei uns doch so frei ist. Und das ist ja auch sehr deprimierend zu erleben für dich, dass dieser Kunstbereich, der ja so als widerständig und nicht mit der Masse, nicht mit dem Staat marschierend charakterisiert wird, im Grunde eben sich zum Handlanger macht. Und die Intendanten sich als die besseren Mediziner gerieren, die Oberärzte, die den größeren Durchblick haben und dir, Jennifer, genau sagen können, was für dich richtig ist oder nicht. Ja, ich sehe auch, wie Intendanten sich dann öffentlich dazu äußern, dass gerade die Kunst ihr demokratisches Recht vollbringen muss und das auch wiedergeben muss und dass da vor allem eine Einheit da sein muss und dass man da aufeinander zugehen muss und man das Gespräch suchen muss und dass man vereint bleiben muss und alles, also wirklich, alles, was man ja auch eigentlich, ja, aber im Endeffekt es überhaupt nicht so im eigenen Haus macht. Und das finde ich dann schon sehr bedenkenswert, weil ich bin in die Kultur und Kunst gegangen, eben weil ich immer dachte, auf der Bühne kann man alles sagen, ja, darf man, sollte man auch alles sagen, weil wir sind nicht dafür da unbedingt, um immer das Gesellschaftliche wiederzuspiegeln, aber wir sind auch dafür da, einfach gewisse Emotionen zu erzeugen und dafür da, dass man die Leute zum Nachdenken anregt. Ja, und wenn die Leute das als Skandal sehen oder sich aufregen über das, was auf der Bühne passiert, dann ist das ja auch was Gutes. Weil dann denken sie ja effektiv darüber nach. Sei es nun, ob es politisch korrekt ist oder nicht, ja. Aber jetzt kommt ja diese politische Korrektheit, kommt ja jetzt schon auf die Bühne. Ja, und das ist ja das Schlimme. Weil wir sind ja jetzt schon dabei, dass man gewisse Sachen gar nicht mehr machen darf. Man ändert historische Texte, ja. Also, man durfte jetzt auch nicht mehr sagen bei der Zauberflöte, die
Ende des 18. Jahrhunderts bitte geschrieben wurde, zu sagen, weil ein Schwarzer hässlich ist. Das hat halt damals Schikaneder so geschrieben. Okay, gut. Man kann darüber jetzt diskutieren, ist das gut, ist das schlecht, aber man muss es drinnen halten, weil wie soll denn jemand von außen wissen, der den Text nicht auswendig kennt, was die Message damals war? Und dann sollte man eher darüber reden, was damals das gesellschaftliche Bild war, als alles jetzt schön zu malen und auszuradieren, was jetzt nicht mehr in den gesellschaftlichen Kontext passt. Also das finde ich absolut absurd. Dann sollte man lieber neue Stücke schreiben, die kann man dann von mir aus politisch korrekt machen und gesellschaftlich korrekt und ich weiß nicht was alles. Aber bitte lass doch diese alten und wirklich wunderbaren Stücke in Frieden. Ja, vielleicht sollte man überhaupt aufhören, Mozart zu spielen. War das nicht ein weißer Mann? Ich meine, so alt war er zwar nicht. Alt kommt nicht hin, aber ein weißer Mann, das reicht doch schon heutzutage. Ui, ja, genau. Okay, Jennifer, vielen Dank für deine, ja, wie soll ich sagen, wir sind ja nicht im Verhör, für deine Aussage, für dein Zeugnis, für deinen Bericht aus einem Bereich, in dem es genauso schlimm steht wie überall, aber der uns ja eigentlich begeistern soll und uns zeigen soll, dass es auch eine andere Welt gibt. Du bist klassische Sängerin, andere aus der Sangesbranche treten hervor in die eine und in die andere Richtung. Also Nena weigert sich ja, den Unsinn mitzumachen und bekommt dafür kräftig Haue. Aber andere machen auch wirklich schöne Impfwerbung. Ich glaube, die Ärzte oder wer ist neulich hervorgetreten da? Ach so, die Ärzte, ja, die Band. Ja, da war ich auch sehr enttäuscht darüber, weil ich die dann doch früher sehr gemocht hatte für ihre politischen Texte tatsächlich. Aber weißt du was, du singst besser. Ich bin auch in einem anderen Genre. Okay. Also vielen, vielen Dank. Und ja, wir werden sehen, wie der Winter jetzt wird. Ne? Ich wollte auch nur kurz sagen, dass ich bin ja kein großer Name, ja, und ich bin relativ unwesentlich in der Gesellschaft und mich kann man auch sehr schnell wegradieren. Aber ich möchte trotzdem damit jemandem Mut geben, dass er zu seinem Körper und zu seiner Einstellung steht. Weil man muss irgendwann mal aufstehen und Nein sagen. Das sollte unser gutes demokratisches Recht bleiben. Wahr gesprochen. Und wenn es einen Grund nach Heidelberg zu reisen gibt, dann ist es nicht der Bürgermeister, sondern Jennifer Lari. Vielen Dank. Ja, ich danke dir, Burkhard.